Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Hi, ich bin heute in Irland. Mein letztes Video hier zu der Bushmills Steamship Collection. Ich fing an hier mit dem Sherry, was ich nicht gut fand. Ich ging weiter zu der Port, den ich sehr gut fand. Ich ging danach weiter zu der Bourbon Cask, was sehr authentisch ist. Und am Ende bin ich jetzt hier bei unserer Rum Cask. Auch so sehr, sehr schön. Ja, ich habe beschlossen, hier einfach mal die beiden miteinander zu vergleichen. Der kam tatsächlich hier, unser Port kam 2016 raus, unser Rum kam 2018 raus. Man merkt, die haben schon ein kleines bisschen hier verbessert. Da gibt es ja diese Latsche. Also, das ist schon cool. Auf der Rückseite ist alles praktisch identisch. Auf der Vorderseite sehen sie auch ein bisschen anders aus. Damals haben die ein Schiff auch dunkel gehabt, dann haben sie gedacht, ups, kann ich kaum sehen. Haben sie auch dunkel, haben auch dann in Gold gemacht. Also, was ich ehrlich sagen muss, was besser war hier, ist, hier kann man das Steam Collection besser lesen. Steamship hier ist es in Gold und ist schlechter zu lesen. Naja, ich meckere auf ein sehr hohes Niveau. Ja? Also, wir machen die Flaschen, bringen die Flaschen hier raus. Also hier gibt es auch die Geschichte dazu, genau wie auch hier. Also als die Latsche hier aufmachen, sodass es nicht aufspringen kann. Und auch da merkt man die Flasche, die haben sich eigentlich hier nichts viel gebracht, also verändert. Auch da muss ich sagen, ist das Schrift hier dunkel, kann man besser lesen. Hier haben die Gold genommen und da muss man manchmal echt da. Hellgold auf Beige ist nicht unbedingt optimal, um das ganz doof auszudrücken. Ich lese mal oder übersetze mal ganz kurz, was hier drauf steht, damit man mich sieht hier. Im September 1890, der Dampfer SS Bushmills nahm Kurs auf Amerika, um der Anfang von der Jungfernfahrt. Gut. Auf ihren Rückwärts- oder auf Heimreise im 1895, der SS Bushmills fuhr nach St. Vincent unten in der Karibik, um dort ihre Lagerplatz damit rum zu füllen. Und wir werden dieses, hier schreiben Sie, unsere Tradition heute weiter fortführen. Wir füllen Small Batches of Seasoned Rum Casks mit unser feinen Single Malt Irish Whiskey und die lagern wir in unsere kühlen Lagerhäuser. Damit erwarten wir neue Geschmäcke, die langsam aus dem Holz herausgezogen werden, kombiniert mit vibrant, also lebendige neuen tropischen Noten mit der bekannten oder berühmten weichen Irish Whiskey. Okay, sehr gut. Und das ist Number 4 hier, unser Rum Cask. Also es gab 1 Sherry, 2 Bourbon, also 3 war, nee, 2 war unser Port, 3 war unser Bourbon und 4 ist unser Rum. Ob noch was kommt, weiß ich nicht. 2019 kam nichts und deshalb erwarte ich auch nichts. Aber wer weiß, was noch alles sein wird. Sorry, schlecht vorbereitet. So, die Flasche muss man aufmachen. Und ich erzähle mal ganz kurz ein bisschen was hier dazu. Ich sehe der Anfangspunkt hier nicht. Wow. So, da haben wir das. Was haben wir jetzt hier? Whiskey Base Nummer 118678. Ich habe tatsächlich 96 € dafür bezahlt. Es gibt teurer, es gibt vielleicht ein, zwei Euro billigere Flaschen hiervon. St. Vincent Rum, auch eine interessante Sache. Und das unten First Fill Caribbean Casks, also First Fill Rum Fässer aus Karibien, St. Vincent. So, der Port fand ich richtig gut gelungen. Also, ich habe einen Moment sogar gehabt hier von Bushmills 16 Jahre alt. Schauen wir, ob der Rum mir auch so gefällt. Frage des Tages: Welche Whiskys kennt ihr dort aus Irland, die mit Rum gefinisht werden? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher das oder werde gleich das haben. Und bisher habe ich von Mareike Spitzer www.irish-whiskys.de eine Fairy Cask, ein Heavily Peated, 4 Jahre alte mit einem einjährigen Rum-Finish. Aber sonst kenne ich aus Irland mit Rum wenig.
Es gab oder es gibt vom West Cork ein Rum, eine alte und eine neue. Und es gibt vom Torconnell ein Port und Rum, glaube ich, und ein Sherry. Was habt ihr noch? Und bei der Frage des Tages, wenn du es nicht beantworten kannst, welche andere Finishings oder welche andere Whiskys mit Rum-Finish kennt ihr? Rum ist für mich immer wieder ein bisschen nur süß. Und auch hier habe ich eine gewisse Süße. Hier bei Port, mehr Beeren, sehr, sehr schön. Ja, und letztes Mal nochmal zu dieses Wunderbare. Hier steht auf jede Flasche, auch hier steht 1608, hier steht 1608, hier steht 1608. Auf der Vorderseite, also auf der Rückseite, steht es nicht. Yay! Aber dreimal ist es in der Flasche einfach mal mit eingebaut. Und im Grunde ist das eine Lüge. Die Distillery wurde erst 1700, denn dort 84 gebaut, denn von Mr. Hugh Anderson. Davor gab es dann 1608 eine Lizenz vom King James, eine auf 7 Jahre begrenzte Lizenz für Sir Thomas Philip Aquavit, Usquebaugh und Aqua Composita zu brennen und zu verkaufen. Die Distillerie beruft sich darauf, weil es in County, dort in County Outram ist. Das ist der gleiche Ort, die gleiche Region, aber die Distillerie an sich selbst wurde erst gut 180 Jahre später tatsächlich erbaut. Nun, wenn wir zurück in der Geschichte noch weitergehen, im Jahr 1276, die Legende nach, hat Sir Robert Savage damals seine Mitstreitern eine mächtige Tropfen von Aquavite gegeben, damit sie im Kampf denn dort kühn sein können. Naja, gut, Legende und so weiter. Heute ist mexikanische Firma, bis 2005 gehörte es denn dort Diageo. Und ab 2005 gehört es Diageo, die haben es für 200 Millionen Euro von Pernod Ricard abgekauft und jetzt ist es denn, gehört es denn zu der Konsortium, kann man fast sagen, vom José Cuervo, die eigentlich ihre Tequila abgegeben hat bei Diageo und ja, ganz großes Problem für Diageo, denn die hatten keine Irish Whiskey in der Portfolio mehr, der schnell wachsende braune Spirituosenmarke der Welt oder Markt der Welt. Und deshalb haben sie Roe & Co. ins Leben gerufen, dort auf die Gelände vom Guinness. Die haben ein altes Kraftwerk vom Guinness einfach, oder for the Liberties, umgewandelt dort in eine Distillerie. Wenn man auf Cocktails steht, lohnt sich echt, dahin zu gehen. Der Rum ist einfach nur süß. Der Port ist einfach schön. Jetzt hat es nicht mit Qualität vom Whisky zu tun, der hat vom einfach Vorlieben. Der Caribbean Cask von Balvenie hat mich auch nicht umgehauen. Vieles vom Rum hat mich nicht um. Es gibt es einfach, als ob ich Zucker eingegeben hätte in meinen Whisky, was nicht immer sein muss. Okay, schauen wir mal. Also 96 Euro, ganz schön teuer. Also hier 64 Euro. 96 Euro, 32 Euro mehr für das. Ah, schön, wenn ich mich selbst lustig finde, nicht wahr? Slange? Relativ junges Zeug da drin. Boah, ist das jung. Ah, Bushmills, was hast du gemacht? Der Nummer 1, der Sherry war nicht gut, das war viel Altes da drin, also alte ausgelutschte Fässern. Und die haben durch den Sherry, die Odorose Sherry, versucht das zu überdecken und die waren noch niemals First Fill, glaube ich. Der Nummer 2 hier, der Port war einfach hervorragend gemacht, sehr, sehr gut. Auch nicht mehr das alte, sondern eher jüngeres Zeug, also mittelaltes Zeug mit einem tollen Portfinish, der leicht erinnert an Three Woods, 16 Jahre alt. Der Nummer 3 Char hier von Bourbon war genau richtig. Eine ehrliche Irish Whiskey mit einem First Fill Bourbon Cask Finish.
Das jetzt am Ende kriege ich eine süße, also so, ob es fast ein nicht eine Braunrum wäre, sondern eher eine helle Rum, eher eine Bacardi Rum als eine, was auch immer für tolle Rums es da draußen gibt. Naja, aber da war schon eine Moment, wo einfach diese Jugend, diese Schärfe, und das ist 40% Leute, ja, einfach denn überhand geworden hat, was hätte nicht sein müssen. Ich trinke den noch ein letztes Mal und dann gehe ich rüber zu meinem Port. Das werde ich hoffentlich genießen können. Aber dieses hier, muss ich sagen, ist eher nicht zu empfehlen, erst einmal. Malz, Vanille, Holz, Süße. Also Rumsüße, Weißrumsüße. Auch farblich. Ich habe hier mein Bushmills 10 Jahre rausgeholt. Und das steht auf Deutsch, weil das für den deutschen Markt ist, mit Farbstoff. Das ist einfach die größte Sache auf dem ganzen Ding. Ich glaube, diese Produkte hier waren nicht vorgesehen für den deutschen Markt, weil sie Travel Retail sind. Und deshalb steht nicht mit Farbstoff oder sonst was drauf. Der hat echt mehr Zeit gebraucht oder benötigt im Fass. Nicht im Rumfass, sondern in den anderen Fässern, die vorher Bourbon drin hatten. Oh Mann. Also, 3 minus. Nee, absolut nicht meine Empfehlung. Das ist echt schade, denn der Bourbon Cask und der Port Cask waren echt nett. Der Sherry, der Anfang und der Ende hier mit dem Rum waren das nicht. Der Finish ist hier hervorragend. Da habe ich auch ein Gefühl von ein bisschen dickflüssigerer, also ein bisschen öligerer am Whisky. Ich schau mal, was die Beine hier machen. Ja, die sind total dünn. Die fließen ganz schnell runter. Hier sind die dick und leicht und so weiter. Echt erstaunlich, was da für ein qualitativer Unterschied ist bei der Spirituose hier. Der ist vom Anfang an gut und geht nach oben und der geht, kommt im Mund rein und dann scharf, pfeffrig, Jugend und am Ende kommt ein bisschen Süße dazu und kommt wieder hoch. Nicht zu empfehlen. Also 3 minus, Preis-Leistung 4 minus. Also Leute, 100 Euro Pi mal Daumen dafür auszugeben, ist sein Geld absolut nicht wert. Sorry. Wow. Nee. Da bin ich echt einfach mal enttäuscht. Denn Bushmills kann besser machen, wenn sie wollen. Okay, sowieso mit der ganzen Transit der Verwandlung hier von Irish Distillers 1992 war alles gut bis 88, wo dann Pernod Ricard alles aufgekauft hatte. Und es blieb Irish Distillers unter der Herrschaft von Pernod Ricard bis zu 2005, wo der Diageo das übernommen hatte und viel Geld rausschlagen wollte. Und dann kam jetzt hier José Cuervo, die einfach seit 2014 das anders führt. Ist schon 6 Jahre her. Also, und die haben nicht unbedingt sehr viele verschiedene Markenprodukte von Bushmills auf den Markt gebracht. Was sie aber getan haben und weiterhin tun werden, sind andere Produkte auf den Markt zu bringen, wie Sexton. Also Sexton war auch lecker. Aber naja, gut. So, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Welche Whisky mit Rum-Finish findet ihr gut? Also ich sag Fairy Casks von Mareike Schwitzer, www.irish-whiskies.de. Ein Einzelfassabfüllung, heavily peated, 4 Jahre alt mit Rum-Finish. Einzigartig in der Irish Whisky-Welt bisher, glaube ich. Und ihr könnt immer wieder liken, abonnieren, auf meine Sample-Liste schauen, diesen PDF-Liste unten. Ihr könnt Teil meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Auch da wurde alles hier schon verteilt. Leider gerade die 0,7 Flaschen. Von der 1,0 Liter Flaschen bleibt was über, von der Sherry und auch von der Bourbon. Und ihr könnt immer wieder auch neu meine Videos teilen. Das wäre cool. Ihr könnt auch meinen Amazon-Link unten, Affiliate-Link, da klicken und da kann ich vielleicht ein paar Euro verdienen, wenn ihr irgendwas anderes kauft. Das kam tatsächlich hier vom Amazon. Das war der billigste Anbieter, den ich schnell finden könnte dafür.
Und ihr könnt gerne immer wieder liken, abonnieren und anderen erzählen, dass es mich, Whiskey Jason, gibt. Könnt auch meine Videos teilen. Danke, Whiskey Jason. Wir sehen uns jeden Tag 17:30 Uhr. Wir sehen uns jeden Sonntagabend um 21 Uhr. Bye, bye.